Willkommen zurück zur neuen Folge 18 Eier, Folge 13, glaube ich. Und es ist schon abends. Aber die Eier gehen trotzdem auf, rund um die Uhr. Den zweiten Teil muss ich dann leider morgen früh machen, weil ich das heute nicht mehr geschafft habe. Aber gleich geht es los mit einem Porenta mit 1200 Sternstaub und dem besten Satz KP15. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Wir müssen uns jetzt auch beeilen, weil gleich ist noch ein Mewtwo-Raid, genau hier am Dino. Aber ich wollte die restlichen Meter jetzt noch laufen. Ein Slimer mit 1200, bester Satz, aber nur wirklich hoch. Leider sind es diesmal nur 8 Eier, glaube ich, da immer noch das 10er-Ei vor sich hinschlummert in der unendlichen Maschine, aber das habe ich ja letztens schon mal erklärt. Mauzi, 1700, zweiter Satz, braucht eigentlich kein Mensch, aber den Sternstaub nehmen wir natürlich gerne mit. Das war das dritte Ei, das vierte, da sind wir nämlich schon bei der Hälfte, mit einem Dickter, 3 Haare auf dem Kopf, 1200 Sternstaub, zweiter Satz und schon über 1400 Bonbons. Also gut, jetzt in dem Kando-Event kamen natürlich auch viele normale Dickter. Das nächste Kontinentale, ein Tauros mit 13,95, bester Satz, Verteidigung 15, 14,21 braucht das natürlich, damit es ein 100%iges ist. Und jetzt ist das dritte schon aufgetaucht. Wieder ein Kontinentales, aber nur ein Pandimos, der seine Position an der Spitze natürlich weiterhin verteidigt. Aber gut, die kann man ja alle mal tauschen. Für einen Lucky Pandimos, wer da noch welche hat. Nochmal ein Mauzi mit 1200 Staub. Bester Satz, KP-Angriff. Beides auf 15, auch schon über 1300 Bonbons. Das dürfte jetzt, glaube ich, das letzte Ei sogar sein. Mit einem Alola Vulpix. 1600 Staub. Bester Satz, KP-Verteidigung. Ja. Das war's leider schon. Das Sternstück läuft sogar noch 9 Minuten. Da passt der Raid aber leider nicht mehr rein. Aber das Mewtwo nehmen wir auch noch mit und dann melden wir uns dann zurück, wenn die nächsten Eier aufgehen. Aber das seht ihr dann im Prinzip morgen. Also heute, aber heute nicht mehr, sondern morgen. Willkommen zurück zu 18 Eier, Folge 13 mit dem zweiten Teil. Und es geht feuchtfröhlich weiter mit den Alola-Eiern auf der Suche nach Kontinental natürlich. Fangen wir wieder mit einem Sandan an. Mit 1900 Sternstaub, das Sternstück läuft wieder mal. Ihr seht, wir werden immer besser, bester Satz. Aber KP nur wirklich hoch. Also eigentlich schlecht. Ist ja alles schlecht sowieso. Dann kommt das nächste Sandan wieder. Da haben wir schon 1600 Bonbons. Wirklich stark, hat auch sofort nur den zweiten Satz, also war sogar das erste noch besser. Das ist ja gut, ihr könnt das eh gleich nachvollziehen immer, weil ihr habt ja die Werte und seht die ja. Und je höher der Wert, desto besser, da es ja alles Level 20 ist. Ein Kontinentales ist dabei, wieder mal ein Pandimos, aber auch nur zweiter Satz. Ein Pandimos aus den Eiern, das ist eigentlich so behindert, das sitzt hier die ganze Zeit rum, auch wegen dem Kando-Event. Ein Vulpix mit 2200 Staub, bester Satz, Angriff 15, okay, nehmen wir mal mit, ist ja trotzdem bei einigen noch relativ selten, die haben noch nicht so viele davon. Und auch das Pandimos, okay, das ist natürlich bei anderen, jetzt sitzt das nicht an jeder Ecke, obwohl im Kando-Event müsste das ja eigentlich bei jedem überall sein. Nein, natürlich nur hier. Wirklich stark, das Mauzi auch nur der zweite Satz, aber da haben wir eh schon einen 100er. Weiter geht's, sind ja wieder nur 8 Eier diesmal, aber ein weiteres regionales, ein Kangama mit 1356. Leider auch nur zweiter Satz, aber schon 365 Bonbons. Aber vielleicht können wir ja ein paar tauschen und kriegen einen Lucky Kangama mit besseren Werten, dass wir da trotzdem mal eins hochziehen. Ein weiteres Vulpix mit 1200 Staub, aber auch nur zweiter Satz. So, das dürfte jetzt das letzte Ei sein, glaube ich. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Mit einem Porenta, nochmal ein Kontinentales.
1200 Staub, 614 WP, bester Satz, KP, Angriff, Verteidigung. Wirklich hoch, aber kein Problem, weil wir haben ja schon einen 100er Porender aus der Purge damals in München. Das waren also die Eier von dieser Folge. Natürlich geht es weiter mit Folge 14. Mal sehen. Ich hätte gar nicht das so zusammenschneiden können, dass ich gestern eine ganze Folge gebracht hätte, weil beim zweiten Mal öffnen hatte ich nur 5 Eier und das hat sich wirklich nicht gelohnt. Also nicht wundern, wenn manchmal nur 9 Eier kommen oder manchmal gar keine. Je nachdem, wie viel die Geschenke abwerfen, packe ich die Folgen ja immer voll. Das war's aber jetzt. Bis zur nächsten Folge. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.